last one. Ich komme mit Angst. I'm here with fear. Oh, good. Gut. Mein Körper, der hält mich ziemlich beschäftigt. My body keeps me pretty busy. Ich bin irgendwie seit Wochen ständig krank und... Somehow I've been ill for weeks. Das Vorherrschende ist jetzt, das ist so eine Schwäche in den Beinen und das macht mir so eine Angst. The predominant thing at the moment is this weakness in the legs. That is really scary. Da kommen all die Gefühle, nicht mehr zu schaffen, nicht mehr zu funktionieren. You know, then all those feelings come, to not manage anymore, to not function anymore. Mm. Ja. Und morgen habe ich gedacht, ja, na, aber das ist ja auch die Realität, das kommt ja auch. And this morning I thought, well, but that is reality, that is to come. Irgendwann. Why? At one point. Why? Wieso? Why is that inevitable? Wieso ist das unvermeidlich? Weil ich älter werde. Because I am aging. Und der Körper verfällt irgendwann und irgendwann schaffe ich es nicht mehr. And at one point the body will fall apart and at one point I won't manage anymore. Mm. That's an interesting view. Ja, das ist eine interessante Sichtweise. I mean, it's a common view. It's a view most people have. Klar. Diese Art, es zu sehen, ist verbreitet. So sehen es die meisten. And because of this view, we just follow. We just follow the view. Und wegen dieser Sichtweise machen wir das dann auch so. Wir folgen dieser Sichtweise. 10 years ago, I was old. Vor 10 Jahren war ich alt. Really? Seriously old. Ich meine das. Ich war ernsthaft alt. Just getting up, standing up after satsang was a big drama. Allein hier nach dem Satsang aufzustehen, das war ein Riesendrama. I couldn't manage it with my legs. Ich habe das mit den Beinen, von den Beinen her einfach nicht hingekriegt. And that really got my attention. Das fand ich dann doch beachtlich. So here I am 10 years later and my body is 10 years younger. Und hier bin ich nun 10 Jahre danach und mein Körper ist 10 Jahre jünger. So I'm just questioning everything. Von dem her stelle ich all das in Frage. I'm questioning all of our assumptions, all of our beliefs about aging. Ich stelle all unsere Annahmen und all unsere Überzeugungen in Bezug aufs Altwerden in Frage. I don't know what's possible. Ich weiß nicht, was möglich ist. But I'm delighted that so much is possible. Aber ich freue mich so sehr daran, dass so viel möglich ist. But it's a matter of attitude. Aber da geht es wirklich um die Einstellung. It's a matter of changing our behavior. Und es geht darum, unser Verhalten zu ändern. For instance, you say you have problems with your legs. Zum Beispiel, du sagst, du hast Probleme mit den Beinen. And you're sitting with your leg crossed. Aber da sitzt du mit verschränkten Beinen. This is restricting the circulation in your leg. Da bremst du den Blutfluss im Bein. That's why I stopped doing this, because I was doing this also. Deswegen habe ich damit aufgehört, denn ich habe das natürlich auch gemacht. I was getting really serious problems with circulation in my legs. My ankles were swelling. Ich hatte da echt ein ernstes Problem in den Beinen mit dem Kreislauf und die Knöchel sind angeschwollen. It's not that the issue totally disappeared, but it's totally manageable. Nicht, dass das Thema jetzt gar keine Rolle mehr spielt, aber das ist wirklich kein Problem. There's so much we can do. Es gibt so wahnsinnig viel, das wir tun können. If we do everything that we can do, und wenn wir all das, was wir tun können, auch tun, I think that's a good place to start. Ich glaube, das ist ein prima Anfangspunkt. Of course, feelings come, we have to welcome the feelings. Und klar, also, dann kommen Gefühle und die müssen wir natürlich auch willkommen heißen. But I'm not
giving up and saying, okay, shit, you're getting old, you have to be a cripple. Aber ich gebe doch nicht auf. Ich sage doch nicht, scheiße, yeah. Du wirst alt, gut, dann musst du eben ein Krüppel sein. I intend to be fit until this body is ready to die. Ich habe die Absicht, fit zu sein, bis dieser Körper sterben möchte. Yeah. I mean, why not? Warum auch nicht? You know, yes, it's gonna die someday, okay, fine. Ja, irgendwann wird er sterben, gut, in Ordnung. But I don't have to live as an invalid. Aber ich muss doch nicht als Invalide leben. I can live a healthy life. Ich kann ein gesundes Leben leben. And so can you. Und das kannst du auch. Ja, aber ich kämpfe auch die ganze Zeit damit, dass es weggeht. I'm fighting. Ja, alles Mögliche. I'm fighting the whole time about it going away. I try all sorts of things. I don't even want it to go away. Ich will noch nicht mal, dass es weggeht. I realize, okay, I have an issue with circulation in my legs. Ich erkenne, da gibt's ein Problem, das zirkuliert nicht richtig in den Beinen. So I'm doing fitness every day. Deswegen mache ich täglich Fitness. Before I come to Satsang in the morning, I'm doing Fitness. Bevor ich morgens zum Satsang komme, mache ich Fitness. Yeah. It changes everything. It changes the whole energy in my body. Dadurch verändert sich alles. Die ganze Energie im Körper ist verändert. And it makes everything easier and more joyful. Und dadurch wird alles leichter und freudvoller. I'm still having some problems doing leg exercises, but I'm beginning. Ja, mit den Beinübungen habe ich es immer noch schwer, aber ich fange an. So, you know, I'm a beginner. I'm just starting. I'm seeing what's possible. Weißt, ich bin Anfänger. Ich beginne gerade. Ich finde heraus, was möglich ist. And I'm using everything that's available. Und ich nutze alles, was verfügbar ist. I just found something new, but I won't tell you about it yet. Gerade habe ich was Neues gefunden, aber ich erzähle es euch noch nicht. I have to do some more research. Ich muss das erst noch ein bisschen genauer untersuchen. This is only the second day I'm taking it. Ich nehme das jetzt erst den zweiten Tag. But they claim that it helps you to get younger. Aber die behaupten, es würde einen verjüngen. Yeah. Oh, we'll see. Wir werden es ja sehen. I will report. Ich werde euch berichten. We don't know what's possible. Wir wissen nicht, was alles möglich ist. You know, are we only supposed to live 80, 90, 100 years? Sollen wir wirklich nur 80, 90 oder 100 Jahre lang leben? Or are we potentially able to live 200 years? Oder haben wir das Potenzial, 200 Jahre zu leben? I mean, why not? Ich meine, hey, warum nicht? No? I mean, it doesn't really matter, but you nicht, know? Dass es wirklich eine Rolle spielen würde, aber. But what matters more to me is that we live a vibrant life. Aber weißt du, was für mich eine Rolle spielt, ist, dass wir ein lebendiges Leben leben. Yeah. That we're not sick all the time, because it. Dass wir nicht ständig krank sind. It's an interesting issue, isn't it? Es ist ein interessantes Thema, stimmt's? Sometimes people get sick because it's the only way they can stop. Manchmal werden Menschen krank, weil sie nur so innehalten können, aufhören können. Otherwise they're just running constantly. Ansonsten sind sie ständig am Rennen. So life helps them by throwing them into the bed. Indem er hilft ihnen das Leben, indem es sie ins Bett wirft.
Ja, alles trifft auf mich zu. That certainly is the point for me. So, when you learn stopping, wenn du dieses Anhalten lernst, you don't have to be sick. Musst du nicht krank sein. When you learn being nice to your body, wenn du lernst, mit deinem Körper nett zu sein. Gentle with yourself. Und sanft mit dir. Svati, Nanupada, you're next. Yeah, just want to say thank you for the blessing yesterday evening. Ich wollte mich bedanken für den Segen gestern Abend. So first I noticed that I see better. Erstmal habe ich gemerkt, dass ich besser sehen kann. And then I noticed that I was really coming into silence. Und dann habe ich gemerkt, dass ich wirklich in die Stille kam. And suddenly really the doer was gone. This und der, was dieser Handelnde war plötzlich weg. You know, when I arrive here, then it's always that I think I have to be more silent and I have to really focus. And also wenn ich hier ankomme, dann ist da immer dieses Ding von, ich muss stiller sein, ich muss ausgerichteter sein. And I noticed that this is not working. Yeah, so mir ist aufgefallen, dass das nicht funktioniert. And it works when I really can relax. And aber es klappt, wenn ich wirklich entspannen kann. Yeah. But it takes time to really settle down. Aber es dauert, wirklich anzukommen. And so really the blessing helped me a lot. Und dieser Segen hat mir wirklich sehr geholfen. It's not more to say. Mehr gibt's im Grunde nicht zu sagen. I'm really, really happy that I can be with you. Ich bin so happy, dass ich mit dir sein kann. And I would really like that you can do it really much more years. So. Also ich finde es klasse, wenn du das noch viele, viele weitere Jahre machen könntest. If you do your exercises. Dann wäre ich sehr, wenn du dein Fitness machst und einfach fit bleibst. That's right. Stimmt. Different exercises. Andere Übungen. Hallo. Hallo. I don't know why I'm so excited. Ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt bin. Kind of fear connected with it. Irgendwie hängt auch eine Art Angst damit zusammen. Again, this I could do something wrong. Und auch wieder dieses, ich könnte was falsch machen. Find the right words. Und nicht die, nicht die richtigen Worte finden, so in die Richtung.
I noticed how difficult it is for me to to really stay with myself. Mir ist aufgefallen, wie schwer es für mich ist, wirklich bei mir zu bleiben. And how easy it is for me to be with somebody other. Wie leicht es für mich ist, mit jemand anderem zu sein. Tell me about that. Ja, erzähl doch mal. Oh. If somebody is close to me in my feelings, I tend to be more with the person than with myself. Wenn mir jemand gefühlsmäßig nah ist, dann habe ich die Neigung, mehr mit dem anderen zu sein als mit mir. I noticed it this morning that I I mean, I think it's an old issue as mostly, but this I awoke and ist mir heute Morgen aufgefallen? Didn't know wherefore I am on this retreat, because I noticed the first one which sprang into my mind was this issue with my daughter. And I thought it's something I inherited. Maybe I inherited it. And it's never a never-ending story. Du meinst vererbt? Yeah. I passed it on. I got it and I passed it on. Of course. Ich bin heute Morgen mit dem Thema aufgewacht, dass ich und ich weiß schon, dass das ein uraltes Ding ist, aber dass ich gar nicht wusste, warum ich eigentlich auf diesem Retreat bin, das Thema, was so für mich im Vordergrund ist, ist einfach das mit meiner Tochter und die Angst, dass ich das geerbt und dann auch weitergegeben habe. Nee. Ja, natürlich ist das so. We can't avoid it. Das können wir nicht vermeiden. No matter how much we try to do it right. Ganz egal, wie sehr wir uns bemühen, es richtig zu machen. We still pass on the sins of our parents. Wir geben dennoch die Sünden unserer Eltern weiter. It's just inevitable. Das ist unvermeidlich. Scheiße. Shit. Yeah. Shit. Ja, scheiße. This is the way it is. Aber so ist es. I mean, I can better be with how difficult it is to be in my middle, with my center, to feel my feelings. In the morning, I thought I couldn't even say what my feelings are at the moment, yeah? Es ist so schwer für mich, mit meinen Gefühlen zu sein und in meiner Mitte zu sein, bei mir zu sein. Heute Morgen merkte ich, ich kann auch nicht mehr wirklich sagen, was ich gerade für Gefühle habe. And then sadness came, then it was, I felt that was mine, yeah? Dann kam Traurigkeit und das spürte ich, das ist meine. Ja. Yeah. Ja. Good noticing, yeah. Es ist ein gutes Wahrnehmen. Ja. Yeah. The strong feeling to, I mean, I know it all. It's, I shall not take away pain from somebody else or from mine. It, we shall feel it and so on. Ja, ich weiß es ja alles, dass man niemanden den Schmerz nehmen sollten. Sich selbst auch nicht, sondern es spüren und so weiter. But the strong feeling to take it away from her if I see how she suffers. Aber dieses starke Gefühl, dass ich ihr den Schmerz nehmen möchte, wenn ich sehe, wie sie leidet. Thought, but why I should, if I should think like this, I should do it for myself, with myself, yeah? Aber dann denke ich, wenn ich schon so denke, dann sollte ich das für mich machen. That would be more helpful for both of you. Das wäre für euch beide hilfreicher. I'm on the way. Ich bin auf dem Weg. That's right. That's right. Stimmt. And how strong it is, this thought of there should be no pain. How strong this is. Wie stark dieser Gedanke ist. Es sollte keinen Schmerz geben.
And then I noticed then the rage comes. Und dann habe ich gemerkt, wie die Wut kommt. And then again somebody else is guilty. Und dann ist ein anderer schuldig. Should be others, so this should be otherwise. Die anderen sollten anders sein. Das sollte anders sein. Yeah, if we come from the belief that there should be no pain. Ja, wenn wir von diesem Glauben ausgehen, dass es keinen Schmerz geben sollte. Then all the other beliefs follow it. Dann folgen dem auch all die anderen Glaubenssätze. Yeah. If there should be no pain, then if there's pain, then somebody did something wrong. Wenn da kein Schmerz sein sollte, dann ist es ja ganz klar, wenn da Schmerz ist, hat jemand was falsch gemacht. I did it wrong or the other one did it wrong. Ich habe es falsch gemacht oder der andere hat es falsch gemacht. And that's just not the truth. Aber das ist schlichtweg nicht die Wahrheit. The truth is, the pain is our friend. Die Wahrheit ist, der Schmerz ist unser Freund. The pain is a great help. Der Schmerz ist eine wunderbare Hilfe. There is no question. Da ist keine Frage. I want to ask another thing concerning the issue before this aging issue. Ich möchte aber noch was anderes fragen, das hat mit diesem Altern zu tun. It's very, very, very strong in me, this belief that this issue connecting with my joints, they are getting worse. Dieser Glaube ist sehr, sehr stark in mir und das hat auch mit den Gelenken zu tun. Das wird gerade schlimmer bei mir. And I'm completely convinced of if I have to work for another few years. Ich bin total überzeugt davon. Ich meine, ich muss jetzt noch ein paar Jahre arbeiten. And it's always the conviction, yeah, that if it goes on like this, when the work is finished, I won't be able to move at all, yeah. Und der Glaube ist, wenn die Arbeit dann mal vorbei ist, dann werde ich mich überhaupt nicht mehr bewegen können. Ja. Das ist echt scheiße. It's real shit. Ja. Das ist shit. Ja, echt scheiße. Not a good prognosis. Keine gute Prognose. And I find it so difficult to... It's as if I had it in my... As if I have it... as if my body is full of it or something, I don't know, but it's my mind which is full of it, ne? Ich finde es total schwierig, als ob der Körper davon voll wäre, aber es ist wahrscheinlich der Kopf, der davon voll ist, oder? Yeah, we believe that we need certain foods that are actually not good for our body. Wir glauben, dass wir bestimmte Nahrungsmittel brauchen, die eigentlich für unseren Körper gar nicht gut sind. We believe that this is being good to me. Wir glauben, das würde bedeuten, dass ich gerade gut zu mir bin. To ingest these poisons. Diese Gifte zu mir zu nehmen. I won't say another word. Ich werde nicht weiter dazu sagen. I know it all. Not all, but... Ich weiß das doch. Ich meine nicht alles, aber... Well, you have a little hint of it. Ja, du hattest eine kleine Kostprobe. But you know, there's so much knowledge, wisdom out there. Aber weißt du, da draußen gibt es so wahnsinnig viel Wissen und Weisheit. Schumpfinger did a lot of work with food and just using food as medicine. Schumpfinger hat so viel mit Nahrungsmitteln gearbeitet und Nahrung, Essen als Medizin eingesetzt. Ja. You can use food to help your joints. Du kannst das Essen benutzen, um deinen Gelenken zu helfen, um zu entgiften und so weiter. Yeah. He was also very gentle with us because he had special diets for people who were
incapable of quitting coffee, for instance, and he made special coffee mixed with spices to help make it less poisonous. Und er war auch total sanft mit uns. Wenn einige von uns zum Beispiel bestimmte Nahrungsmittel wirklich nicht weglassen können, dann zum Beispiel den Kaffee, dann hat er uns ein Rezept gegeben, wie man den Kaffee mit bestimmten Gewürzen mischt, damit er eben nicht so giftig ist. I have this book and I do this thing. Ich habe dieses Buch und ich mache das auch. And I told you in Bremen about this sugar issue. During the day I really eat healthy. Ich habe dir in Bremen schon erzählt, dass ich so ein Thema mit Zucker habe. Also tagsüber ernähre ich mich echt gesund und es fühlt sich auch gut an. Es ist mir nicht so aufgezwungen. Huge amounts of smoothie and of vegetable and I really like it and I notice my body wants it. Ich esse Smoothies und Gemüse und ich mag das und ich merke auch, dass mein Körper es mag. Rohkost und so. One coffee a day, a Schaumzinger coffee, but it's okay. Und dann habe ich auch einen Schaumzinger Kaffee pro Tag und das ist vollkommen okay. In the evenings it starts with this sugar eating. Aber abends geht's dann los mit diesem Zucker gegessen. But I eat it and I notice that it's. Das sind keine Riesenmengen, aber ich esse und ich merke, dass. I'm not at the point that I can't withdraw from it. Ich kann einfach im Moment nicht davon lassen. I can't withdraw from it. Ich kann nicht davon lassen. Interesting belief. Ein interessanter Glaube. I mean, I notice it. It's in the evenings. It starts and it starts before. It's important for me to have a certain amount of sweets around. Ich merke das schon, wenn es am Abend losgeht. Und im Grunde fängt es auch schon vorher an. Ich merke, wie es wichtig für mich ist, bestimmte Menge an Süßigkeiten immer greifbar zu haben. Ich habe auch was mitgebracht. And it's really, I feel it. It is the small child, which is like this. Thinking this consolation should not be here. Ich fühle mich da wirklich wie so ein kleines Kind, das denkt, dass diese Art von Trost nicht sein sollte. Consolation. Trost. For what? Für was? What is the pain that you don't want to feel? Was ist das für ein Schmerz, den du nicht spüren möchtest? It's not being wanted. Dieses nicht gewollt sein, nicht geliebt sein. Stupid, but I said, but it helps eating sweets. Das ist dumm, wenn ich das jetzt sage, aber hey, wenn man dann Süßigkeiten isst, das hilft richtig. Well, for instance, chocolate is something that helps with this, yeah? Ja, Schokolade zum Beispiel, das hilft da wirklich. It does feel consoling. Dann fühlt man sich getröstet. But of course, this is like any other drug. It just continues. Aber klar, das ist wie mit jeder anderen Droge. Dann geht's immer weiter. I know what you mean, but what I try to say is, I mean, I know it that it not does really work. Ich weiß, was du meinst, aber weißt du, was ich versuche zu sagen? Ich weiß, dass es nicht wirklich funktioniert. But really work? Wirklich funktioniert? No, I, in the end, I don't feel better if I ate this stuff. I don't. Letztendlich fühle ich mich nicht besser, wenn ich das Zeug gegessen habe. It is. Well, the nature of drugs is. If you have a positive reaction or a desirable reaction from one time, you just keep doing it. So ist es doch mit den Drogen. Wenn man
eine positive oder eine wünschenswerte Reaktion hat von einmal, dann macht man immer weiter. It's not that every time it gives you this positive reaction, but it just, you just keep doing it. Nicht, dass du jedes Mal diese positive Reaktion erlebst, aber du machst einfach damit weiter. That's the nature of things. So ist das. And do you think one should stop it at all? It's not possible to eat a bit of sugar, but it's better to stop it at all? Or like an alcoholic with alcohol or something? Denkst du, das sei das besser, dass ich einfach komplett damit aufhöre? Also nicht nur einfach ein bisschen Zucker essen, sondern gar nichts. Damit umgehe, wie das ein Alkoholiker machen würde. Ja, you know, you can. I like to play games. Weißt du, ich gehe das gern spielerisch an. I play a game called Okay, let's get healthy. Ich spiele dieses Spiel. Es heißt, komm, wir werden gesund. So, it's a different game than let's console ourselves. Es ist ein anderes Spiel wie komm, wir trösten uns. Yeah, but it's also fun. Aber es macht auch Spaß. It also has energy. Es hat auch Energie. And I can get into this new game. Und so kann ich richtig in dieses neue Spiel reingehen. Yeah, and because of the energy of this new game, I don't worry about the other game that I put aside for a while. Und wegen der Energie dieses neuen Spiels denke ich gar nicht an dieses andere Spiel, das ich jetzt mal für eine Weile beiseite gelegt habe. Sometimes I pick up the old game for a short time, but then I put it aside again. Manchmal spiele ich dieses alte Spiel noch mal ganz kurz, aber dann lege ich es wieder beiseite. You know, we just have to play with these things. Weißt du, wir müssen mit diesen Dingen spielen. For a long time I was suggesting, okay, just really use everything as a meditation, but most people can't do this. Ganz lange habe ich ja immer wieder vorgeschlagen und empfohlen, das alles als Meditation zu nutzen, aber die meisten können das nicht. I have not seen good results from this. Da habe ich wirklich noch keine guten Ergebnisse gesehen. Every once in a while somebody tells me about a success, but it's rare. Maybe one in 10, maybe one in 100. Ganz selten berichtet mal jemand was von einem Erfolg, aber das ist wirklich rar. Einer von 10 oder vielleicht auch einer von 100. So you have to find out what works for you. Du musst rausfinden, was für dich funktioniert. You have to play with it. I can tell you what I play with everything. Also, ich kann dir nur sagen, ich spiele mit allem. I do everything. I indulge. I put things aside. I play healthy. I play indulgence, I do everything. Ich mache das alles, weißt du? Ich schwelge dann mal wieder in irgendwas, dann lege ich wieder alles beiseite, dann spiele ich wieder gesund, dann schnappe ich mir wieder irgendwas. I've been doing fitness now pretty regularly for, I don't know, 2-3 years. Also die Fitness mache ich jetzt relativ regelmäßig, seit 2-3 Jahren. And if I had thought about this, I would think this is not possible. Ja, wenn ich darüber nachgedacht hätte, hätte ich gewiss gedacht, dass das gar nicht möglich ist. I enjoy it. It's like I'm learning new patterns. Ich genieße es und ich lerne neue Muster. Yeah. When I don't do my belly exercises in the morning, my whole body is irritated. Wenn ich morgens meine Bauchmuskelübungen nicht mache, ist mein ganzer Körper irritiert. Yeah, it likes this rhythm. Er mag diesen Rhythmus. It helps everything to work better. Dadurch wird allem geholfen, besser zu funktionieren. But I'm not suggesting you adopt my way. You can't. You have to, it has to be your own way. Aber ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass du es so machen sollst wie ich. Das kannst du gar nicht. Du musst deinen eigenen Weg gehen. I'm only suggesting that there are thousands of ways. Ich möchte doch nur sagen, dass es tausenderlei Wege gibt. Yeah, and you can play with it. You don't have to believe that you're stuck with one thing, which obviously is not functioning. Und du musst nichts glauben. Du kannst damit spielen, du musst nicht glauben, dass du mit einer Sache irgendwie feststeckst, die offensichtlich nicht gut für dich ist. Mm. Ja, ist auf jeden Fall ein neuer Gedanke. Also, that certainly is a new thought.
I mean, in a positive way, not in you. Because it's boring, I don't enjoy it at all. Das ist langweilig, ich genieße es gar nicht. Always the same and it's... Es ist immer das Gleiche. I understand. Verstehe ich. Okay. Okay. Oh, thank you. Yeah. I need a break. Ich muss auf die Toilette. Hi. Hi. Gerade habe ich schon gedacht, du sprichst gerade mit mir. I already thought you were talking with me. Always. Immer. Und dieser Shortcut von Geschichte zu jetzt hier. The shortcut from the story to now here. Makes it easy. Das erleichtert alles. Does. Stimmt. Makes life much easier when we don't waste time with the story. Das macht das Leben um so vieles leichter, wenn wir keine Zeit mit der Geschichte verschwenden. Und trotzdem gibt es doch immer wieder so interessante Gespräche hier. And yet there's again and again so very interesting conversations up front. Das kriege ich nicht unter einen Hut. How does this go together? I have no idea. Keine Ahnung, wie das unter einen Hut zu bringen wäre. I stopped trying to figure it out a long time ago. Ich habe vor langem aufgehört, es austüfteln zu wollen. Sometimes people tell me, oh, this is too much talking in Satsang, too many stories. Manchmal sagen die Leute doch, hey, das ist viel zu viel Reden im Satsang, zu viele Geschichten. Okay. Gut, in Ordnung. Somebody else comes and says, can't we just sit in silence all the time? Und dann kommt ein anderer und sagt, sag mal, könnten wir nicht einfach die ganze Zeit zusammen in Stille sitzen? No. Nein. We're not ready for that. Dafür sind wir nicht bereit. You're not ready, I'm not ready. Weder ihr noch ich. Und so ist es einfach. Die Mischung macht. The mixture is great. Ich entdecke so viel von meinem Vater bei mir. I discover so much about my father and me. Dann macht es leichter, mich so zu nehmen. Then it is easier to take myself like this. Immer wieder erwische ich mich, dass ich von dir gesehen werden will, wenn ich da draußen sitze. Again and again I catch myself when I sit out there. I want to be seen by you. Wie ein kleiner Junge. Like a small boy. Und es braucht gar nicht viel. Not much is needed. Und dann überlege ich schon, was
Hast du falsch gemacht, was machst du nicht richtig? And I already think about what did you do wrong? What is it you don't do right? Länger nicht. Aber das ist passiert, das ist auch die Wahrheit. But that it happens is also the truth. Dass ich so denke. That I think like this. Jetzt wollte ich gerade das Bein schon wieder überschlagen. I was just about to cross my legs. Ja. Ist übrigens immer noch ein Thema, das Knie. By the way, seit Corfu. The knee is still an issue since Corfu. Yeah, I noticed that. Ja, ist mir aufgefallen. Ich habe immer noch Wasser, also es ist so ein Knieerguss, immer noch Wasser in diesem Knie-Längsbereich. I still have water in the knee. Ja. Und habe das inzwischen untersuchen lassen und es ist so ein Riss am Innenmeniskus. I have had them look at it and it's that the inner meniscus is torn. Mm-hmm. Das ist nicht. I suspected that. Ja, das habe ich mir gedacht. It won't heal, right? Meniscus doesn't heal. They have to remove it or what? Und das heilt nicht von selber, oder? Wie ist denn das? Muss der Meniskus jetzt raus, oder wie ist das? Also, in der Apotheke gibt es eine, die sich mit Homöopathie gut auskennt und mit Schüsslersalzen. In the pharmacy there's this lady knows a lot about homeopathy and Schüsslersalz. Und sie hat gesagt, dass das schon sich... Also es ist ja nicht ganz gerissen, sondern es ist nur ein Anriss. You know, it's not totally torn, just a tad torn. Dass das wieder zuwachsen kann. And she said it can grow back together. Oh, cool. Also ich bin... Ich muss geduldig sein. I have to be patient. Will's auch. And I want to be patient. Lass da niemanden dran rumschneiden. I won't let anybody cut around there. Good. Gut. Aber es macht was mit mir und mit dem Körper in der Haltung. But it impacts me in the body posture. Also es ist nachts beim Schlafen wollen die beiden Kniegelenke nicht aufeinander liegen. Like in the night while sleeping, the two knee joints don't want to lie on top of each other. Das tut weh. It hurts. Und ich kann diesen Schneidersitz auf dem Meditationskissen, den kann ich nicht machen. And sitting crossed legs on a meditation pillow, I can't do that. Und ich kann ich auch nicht. Und das habe ich so gerne gemacht. But I love doing that. War eine Position, in der ich so in so eine Entspannung reinkomme. It was a position that really helped me come into relaxation. Yeah, well, that's the past. Ja, das gehört jetzt zur Vergangenheit. Ich wusste, dass du das sagst. I knew you would say that. Yes. Giving the joint time to heal. Es geht also darum, diesem Gelenk Zeit zu geben, zu heilen. And at the same time strengthening the muscles. Und gleichzeitig die Muskeln kräftigen. Because the muscles help to hold it, so it doesn't tear more. Denn die Muskeln helfen, das zu halten, damit es nicht weiter reißt. Ja. Gut. Da kann ich mich noch steigern, ja. Yes, I could do more about that. I could do more about that training. Yep, me too. Ich auch. Ich trinke dich gerade. I'm embracing you at the moment.
Und schäme ich so ein bisschen, dass ich jetzt das mit dem Mittagessen verzögere. And I'm a little ashamed that lunch is gonna be delayed. Lunch is gonna be late? Was? Das Mittagessen verzögert sich? Nein, ich habe gedacht, alle warten jetzt auf Mittagessen. I thought I'm taking too much time and everybody's waiting for lunch. It's not before 12:30 anyway. Es ist erst 10:50 und Mittagessen gibt es ab 12:30, also da müsste ich jetzt noch ein Weilchen hocken. Da bin ich gerade verdreht. So we're 10 minutes to 12 now, so we have 40 minutes before lunch is ready. Ich war um 12 Uhr Mittag. So it's not really too much of a strain. Yeah. Also wir haben jetzt noch 40 Minuten, bevor das mit dem Mittagessen losgeht. Also in Riesenstress sind wir jetzt noch nicht. But I'm not going to be here for that long. Aber so lange werde ich nicht mehr hier sein. I thought it was 12. Ich dachte, das Mittagessen wäre um 12. So now you know. Naja, jetzt weißt du. You don't have to feel guilty. Brauchst dich nicht schuldig zu fühlen. But there are two more people who want to come up. Aber es gibt noch zwei Leute, die gerne nach vorne kommen möchten. Thank you for your advice. Danke für deinen Rat. I bless you. Eigentlich hatte ich gar kein Thema. Actually, I had no issue. Ich bin an dem Zettelkasten vorbeigegangen. But I walked past this box where you put in your name. Bekam ein Herzklopfen und dachte, das ist Anlass genug. Then the heart started racing and I thought, well, that is reason enough. Und als ich dann so da saß auf meinem Platz. And then while sitting there on my place. Da kam denn so einiges. And a lot came up. So eine kleine Rückschau, wie das Retreat bis jetzt verlaufen ist. A little looking back how the retreat had gone so far. Irgendwie so ein bisschen wie im kleinen Format, wie mein Leben auch läuft. A little bit of miniature image of how my whole life is. Erstmal die Sehnsucht oder die Suche nach dem Kick. First the longing or the search for a kick. War das auch die ersten beiden Tage, also richtig das High wieder da? And that's how it was during the first two days. There was the high again. Und dann ging es voll in den emotionalen Keller. And then it went down
full speed into the emotional cellar. Diesmal war es so heftig, dass sogar so ein Impuls war, ich könnte jetzt auch nach Hause fahren. This time it was so intense that there even was an impulse, I could go home. Hätte ich meine Ruhe. That would be peace and quiet. Dann ist mir noch in Bezug auf das Essen hier auch aufgefallen, dass es auch wieder so ein Spiegel ist. Then I noticed to do with the eating, to do with the food here, that too is a game. Spiegel. Mirror, it's a mirror. So viel und so gut zu essen, dass ich irgendwie... Ja, auch so ein so eine Befriedigung hab. To eat so much and so well that I have, well, a kind of satisfaction. Und meistens klappt es nicht. Mostly it doesn't work. Ja. Jetzt habe ich damit auch mal ein bisschen experimentiert. So I was experimenting with this a bit. Und hab so auf meinen Bauch gehört. Was listening to my belly. Und es ist doch ein bisschen anders. And then it is different. Weniger. Less. Irgendwie so eine Verweigerung in mir, einfach zu leben. Also mit dem zufrieden zu sein, was ist. Somehow there's this refusal inside of me to just live, to be content with what is. Ich hab's ja nun gerafft, dass mein Verstand immer das irgendwie nicht rafft. Now I understood that my mind simply doesn't understand this. Brauche ja nicht, ne? It doesn't have to. Doesn't want to. Er will es nicht. Nö. Immer was auszusetzen. He always has some complaint. It thrives on complaints. Er lebt von diesen Beschwerden. Desires and such. Von den Wünschen und so. Satisfaction is the death of the mind. Befriedigung ist der Tod des Verstandes. Ich musste gerade noch an so ein Spiel denken auf der Hannover Messe. Ich verstehe dich nicht so gut. Spiel oder so, Spiegel? Entschuldigung. Spiel. Spiel. Now I had to remember a game on the trade fair in Hannover. Spiel von Spiel, ne? Das da ging es darum, da kriegte man Elektroden auf dem Kopf gesteckt. So there was this game in the straight fair. It was like this. You had these electrons stuck on your head. Und dann spielte man gegeneinander Fußball. And then you were playing football, soccer against each other. Ball bewegte sich nur, wenn das Gehirn Alpha-Wellen aussendete. And the ball was only moving when the brain was sending alpha waves. Ja, spannend. It was exciting. That's cool. Hey, das ist wenn cool. Man nichts dachte, bewegte sich der Ball. When you don't think, the ball moves. This is a cool game. Hey, das ist ein cooles Spiel.
nicht einfach. Not easy. Also für mich nicht. Not for me. Yeah, that's the game. Ja, das ist das Spiel. Hallo. Ich denke, dass das Leben, das hat mich, führt mich so normal, dass ich mir schon nach diesem wunderbaren Gespräch irgendwie total blöd vorkomme. In my case, life is weißt guiding. Du? Life is guiding me so normally. Yeah. But after this wonderful conversation just now, I feel rather stupid. So, ich habe hier ganz oft dieses Gefühl von Neid und ich bin falsch. Many times I have the feeling of envy and of being wrong. Weil immer dieses Vergleichen da ist. Because again and again there's this comparing. Yeah, yeah. Ich sehe so viel Schönheit. I see so much beauty. Ich will das auch. Ich auch. I just think I want that as well. Hey, me too. Und so viel Offenheit. And I see so much openness. Ich auch. I want it too. Und dieses, so viel Mut auch, mit dir zu sprechen. And I see so much courage talking with you. Das will ich auch. I want that too. Immer ich auch. There's always this me too. Und dann bin ich neidisch. Then I'm envious. You know, the mind usually is looking for something that we don't have. Normalerweise sucht der Verstand immer irgendetwas, das wir nicht haben. And we overlook what we do have. Und wir übersehen, was wir haben. We switch that around. Wenn wir das mal umdrehen. And we start looking at what's here. Und anfangen das zu sehen, was hier ist. Looking at the beauty that is yours. Die Schönheit sehen, die deine ist. Look at the talents that are yours. Die Talente sehen, die deinen sind. Look at all the aspects of yourself that add beauty to the world. All deine Aspekte sehen, die der Welt Schönheit schenken. And then you can look at others and you can see the beauty of the others. Dann kannst du andere sehen und deren Schönheit sehen. And their uniqueness. Und deren Einzigartigkeit. And you're not jealous a bit because you have your own uniqueness, you have your own beauty. Du bist kein Piep eifersüchtig, weil du deine eigene Einzigartigkeit hast, deine eigene Schönheit. It's not to be compared. Das kann man gar nicht vergleichen. Ja, das kann ich auch, also das sehe ich auch. I do see this. Besonders beim Blessing. Especially during the blessings. Da ist es völlig weg, da. There is just completely gone. Da vergleiche ich überhaupt nicht. I don't compare at all. Und da sehe ich, dass wir alle eins sind. There I see that we are all one. Und alle im Grunde gleich. And basically that all of us are the same. We are each aspects of the same beauty. Wir alle sind Aspekte derselben Schönheit. The same greatness. Derselben Großartigkeit. Jetzt nach diesem Gespräch kam das besonders wieder hoch. Now after this conversation, this came up particularly strong. Es kommt im Satsang immer wieder mal. It keeps coming up in Satsang.
das auszusprechen, glaube ich. I think it's about speaking it out. Der Anfang von diesem Retreat, der war für mich so unangenehm wie sonst noch niemals. The beginning of this retreat was as unpleasant for me as never before. Ich war so erkältet, oder ich bin es auch noch. I had such a cold, I mean, still have. Husten und Schnupfen und Halsschmerzen und alles. Coughing, nose running, pain in the throat and so on. Und da war ich so richtig beleidigt. I was really pissed. Das wollte ich hier gar nicht haben. I didn't want to have this here. Da war ich noch einen Tag lang beleidigt. Then I stayed insulted one more day. Dann dachte ich, na gut, dann fühle ich mich eben beschissen hier. Then I thought, oh well, so I just feel shitty here. Das hat gut getan. That was good. Ja. That's good. Das ist gut. Ja. Und dann gingen so kleine Fenster auf. And then little windows opened. Wie bei Windows so. Und da kam so Liebe für mich. And then love for myself came. So. Und dann konnte ich so gut für mich sorgen. And then I was able to take care of myself well. Wie es nur geht. As well as possible. Das war schön. That was lovely. Und dann ist da noch was anderes. This was for something else. Dieses letzte Jahr, das war so voll von Fühlen. The last year was so full of feeling. Beim letzten Weihnachtsretreat, da hatte ich mir von dir die Erlaubnis geholt, nach dem Aufwachen im Bett zu fühlen. During the last Christmas retreat, I had gotten your permission to feel in the mornings after waking up in bed. Und weil du sagtest, dass das okay ist. Because you said that this is okay. Ging das noch mal tierisch weiter das ganze Jahr. It just really continued throughout the whole year. Und dann kam immer wieder eine Stimme. Ich hört sich an wie der Verstand oder ich weiß es nicht. And then again and again this voice came. I guess it is the mind, but actually I don't know. Und die Stimme fragt immer, und was ist mit dem Vertrauen? And the question kept asking, and what about trust? Und was ist mit Dankbarkeit? And what about gratitude? Und dann kam ich mir vor wie, dann fragte ich mich selber, hab ich wirklich kein Vertrauen? When I ask myself, do I really not have trust? Weil ich so viel Angst fühle und weil ich mich so unsicher fühle und... Because I feel so much fear and so much insecurity. Und so viel Traurigkeit, wenn ich aufwache. And so much sadness when I wake up. And are you willing to feel it? Bist du bereit, all das zu fühlen? Ja. Yes. Ja. Great. Super. But do it without thinking. Aber mach's ohne zu denken. Yeah. Don't judge it at all. Bewerte es überhaupt nicht. Doch, ich bin dazu bereit. I am willing. Cool. Und prima. Und es gibt so viel Freiheit. It makes for so much freedom. Ja. Und was ist mit dem Vertrauen? What about trust? Don't worry about trust. Ach, denk nicht an Vertrauen. Trust comes naturally. Und Vertrauen kommt von selbst. In bestimmten Situationen, wenn es wirklich um irgendwas wirklich Wichtiges geht. In certain situations, when it is really about something really important. Dann habe ich Vertrauen. Then I do have trust, yes. Und ich bin auch sehr dankbar für dieses Leben. And I am very grateful for this life. Es könnte auch sehr, sehr viel länger sein. It could be much longer. Ja. Dann komme ich eben wieder. Dann komme ich eben wieder. Oh well, then I come back. As long as it is. Es ist so lang, wie es ist. Long enough. Lang genug. Just right. Genau richtig.
Dank Sommerfrauen. Thank you so very much.